Umm Salama berichtet die Überlieferung bei Imam Ahmad. Sie sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat die Lüge verboten, außer in drei Fällen, außer in drei Ausnahmefällen. Welche sind das? In welchen Ausnahmefällen? Um zwischen zwei Brüder zu schlichten. Die Gelehrten haben sogar gesagt, wenn es einen Streit gibt zwischen zwei Brüdern, die sich nicht lieben, die sich sogar hassen, und du gehst zu einem Bruder und sagst ihm, Wallah, du schwörst auf Allah, Wallah, dein Bruder liebt dich für Allah, das hat er mir gesagt, das ist keine Lüge. Obwohl du auf Allah geschworen hast. Warum? Weil das soll die Herzen wieder... So, jetzt überlege mal, einer sagt dir, eigentlich dein Bruder liebt dich. Subhanallah, der hat mir gesagt, der liebt dich. Und ich weiß nicht, was, so ein Problem, was für ein Problem. Das ist was ganz anderes, als wenn du hingehst und sagst, du hast nicht alles gehört, was er dir gesagt hat. Ich habe da noch was. Es gibt solche Leute, Fitnessstifter nennen wir sie. Na, zweite Sache, bitte. Nee, du warst schon, oder? Du warst schon, na. Im Dschihad, im Kampf, da darfst du etwas Zweideutiges sagen. Okay? Zum Beispiel, der Feind weiß nicht, welche Waffen du hast. Du kannst sagen, wir haben nur Strohhalme, nur Siwa. Kein Problem. Na, dritter Fall für die Liebenden und die Verheirateten. Dass man seiner Frau etwas sagt von Wörtern, was eigentlich nicht stimmt. Zum Beispiel, sie sagt dir, findest du mich schön? Du sagst ihr, natürlich, aber du darfst nicht dabei lachen, das ist wichtig. Ja? Du sagst ihr, du bist die hübscheste Frau. Weil das erfreut sie. Ich wollte euch nur eins sagen, wenn wir gucken, diese drei Gründe, was ist ihr Ziel von diesen drei Gründen? Fitna vermeidet und Liebe zueinander bringt. Wallahu ta'ala ala wa ala.